Willkommen, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Es geht weiter mit der Taurox, der Messingbullen-Kampagne. Ich weiß, es gab schon lange keine Kampagne mehr im Stream, falls ihr lieber Multiplayer... Also es gibt schon lange keine Kampagne mehr als Video. Wenn ihr lieber Multiplayer als Video sehen wollt, schreibt es gerne in den Videokommentare unten drunter. Unsere momentane Situation ist... verbesserungswürdig. Unsere Gegner sind viel, viel stärker als wir. Wir haben zwar Goa-Erden 42, Nahkampfangriff plus nochmal 5, da kommen wir auf 47. Immerhin sind wir für eine Weile immun gegen Psychologie. Angriffsbonus ist auch gut. Allerdings, unser Gegner hat viele gepanzerte Einheiten, Schwestern des Gemetzels. Immerhin haben wir Angst und Entsetzen. Das könnte funktionieren. Aber es wird hart. Ich möchte am liebsten diesen Kampf nicht kämpfen, wenn es geht. Deswegen weichen wir zurück. Wenn wir verlieren, sind wir sowieso tot, falls sie uns hinterherkommen. Und das werden wir sehen. Wir stehen eine ganze Weile. Oh, wir stehen schon... Oh, er kommt uns hinterher. Nein, er kommt uns nicht hinterher. Okay, wir leben. Wir leben. Das heißt, wir können ihn im nächsten Zug angreifen. Und dann stehen unsere Chancen zu gewinnen deutlich höher, denn dann sind unsere Einheiten nicht außer Atem. So, falls ihr die Taurox-Kampagne schon gespielt habt, schreibt gerne in die Kommentare, wie sie euch gefällt. Ich finde sie ja ganz unterhaltsam. Blasphemie. Ihren Reichtum plündern. Brauchen wir das mit 10.000 Gold und unfassbaren Mengen an Gold pro Zug? Die Antwort lautet nein! Denn die Taurox-Kampagne, ist relativ easy. Wir haben uns mittlerweile schon gut ausgebreitet. Unsere Blutgründe sind mehr oder weniger überall. Und Taurox-Armee hat mittlerweile eine weitere Verstärkungsarmee. Und Taurox ist sogar in der Kampagnenansicht größer als die anderen. Es sind ein paar Dunkelelfen da, die Ärger machen, die plündern hier, das ist uns allerdings egal. Unser Nagarond werden wir niemals mehr weggeben, es bekommt kostenlos eine riesige Garnison. Wir machen jetzt einfach weiter Ärger. Wir sind wieder in einem Zug, in dem wir Randale machen können. Und das tun wir auch sofort. Welches gerade aktiv? Grauenvoller Überfall. Verbleibende Runden eine, das heißt, wir können nochmal eine andere aktivieren. Was ist die Blutgier? Plus 5 Nahkampfangriffe, alle Einheiten. Das ist auch nicht schlecht, wisst ihr was? Den nehmen wir uns auch noch mit. Why not? Why not? Und dann gehen wir durch die Gegend und aktivieren so viele unserer Bewegungsreichweitenerhöhungen, wie wir können. Die Taurox-Kampagne ist von den verschiedenen... gehört das zum Blutgrund dazu? Mal sehen. Ja, das gehört nicht zum Blutgrund dazu. Das ist ja furchtbar. Das heißt, wir müssten eigentlich das hier zum Blutgrund machen. Und dann könnten wir oben oder unten nochmal einen Blutgrund erzeugen. Ja, dann machen wir das doch mal. Unseren anderen General stellen wir mal irgendwie hier dazu. Karznor, dann kann er auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Wie sieht das hier aus? Oh, das ist ja ein Chaosportal. Da... Das ist ja ein Chaosportal, Leute. Das habe ich gar nicht gesehen. Das bedeutet, das ist unter Umständen eine der Orte, aus denen das Chaos hier in die reale Welt eindringt. Interessant, das zu sehen. Also wir lassen den... Aber er kann gar nicht schneller. Egal. Dann hängt er halt hier drin. Unsere Community-Armee mit Wayne, Herpno, Taurox, mit Crashman, mit den Saris und die Simbins. Wir sind super, 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 super... Warum kommen wir da nicht hin? Okay, uns fehlt ein Hauch Bewegungsreichweite. Aber wir können in Überfall des Molochs Stellung gehen, dann sind wir noch ein, können wir ein bisschen uns weiter bewegen. Kann der das auch? Die Antwort lautet, der kann aber nicht schneller. Ja, der kann nicht schneller. Nur Taurox kann schneller. So, unsere gegnerische Armee ist praktisch vollkommen hilflos. Uns vollkommen hilflos ausgesetzt. Und wir können die zum Spaß mal überrennen. Einmal zum Anfang, wir haben ja zwei Gorgonen. Wir haben Sarith-monströse Ogre, wir haben Taurox selbst. Wisst ihr, was wir wollen? Wisst ihr, was wir brauchen? Wir brauchen das Schwert des Kain. Oh yeah.
Das heißt, wir plündern jetzt einmal diese Nordwestgegend, verleiben sie uns ein. Ich meine, die Tiermenschen haben ja den riesigen Vorteil, vor allem in der legendären Kampagne, die wir hier spielen, dass es keine öffentliche Ordnung gibt, denn Tiermenschen leben für den Kampf und für das Prügeln und für das, ja, für die gute Zeit, die die Tiermenschen so sehen. Und deswegen, ja, sehen sie keinen so richtigen Grund, in irgendeiner Art und Weise zu Aufständischen. Sie sind eigentlich sehr dozile Kreaturen, wenn man es genau nimmt. Wir werden langsam aber sicher den Rest unserer Armee ersetzen wahrscheinlich mit immer mehr Monstern. Weil, ja, wir brauchen nichts anderes. Unser Messingbull hat im Kampf 117 Nahkampf und 810 Waffenstärke. Da hinten ist unser Gegner, kann uns eigentlich nichts. Wir können die gegnerische Munition reduzieren. Das ist schon ziemlich krass, dem Gegner auf die Munition wegnehmen. Ups! Hat fast keine Munition mehr. Absolute Sauerei, muss ich sagen. Absolute Sauerei. Da kommen sie an. Da kommt unsere Mördertruppe an. Mike in the Box, Crashman, Wayne. Ah, Bloodborne Behemoth, der hat noch keinen Namen. Und Help No. Sind gleich da. Wollen wir sie ein bisschen ärgern? Natürlich wollen wir sie ein bisschen ärgern. Wir haben ja nicht umsonst Gezieferschwall und so. Ah, die wurden ja auch aktualisiert, einige dieser Fähigkeiten, die wir hier haben. Unter anderem das Aufbegehren bestimmt auch. Ah ja, komm. Wir laufen ein bisschen hier nach rechts, dann kann die gesamte Armee als ein intensiver Haufen hier in den Gegner rein. Außer natürlich Taurox, der darf in eine andere Gruppe. Und vorlaufen. Let's go! Vor allem, weil wir bei ihm noch den Messingleib aktivieren können, damit ihn keiner trifft. Also beziehungsweise, damit er keinen Schaden mehr nimmt. So, und der Rest. Boom! Und jetzt kommt der Rest hinterher. Let's go! Und die stellen sich alle hinter unsere Gegner. Zeig, was du kannst, Taurox. Oh meine Güte. Explodier noch ein bisschen. Sehr schön. Plus 40 Nahkampfangriff, 140 Nahkampfangriff hier. Das kommt gut. Oh, noch ein bisschen Debuff. Soll die noch explodieren? Und unsere Gegner sind tot. Ja. Und sie sind alle tot. Ah, unsere Ogre haben ein bisschen Lebensenergie verloren. Ha. Unglaublich. Gut, ich glaube, die müssen wir nicht mehr vom Schlachtfeld verjagen. Von denen ist nichts mehr übrig geblieben. Taurox war siegreich zusammen mit seinem Schaman und unserem Grindelack. Grindelack direkt aus Harry Potter ist er entsprungen. Vielleicht sollten wir ihn Harry nennen. Aber Harry hat mir kein Trinkgeld gegeben, insofern. Aber ich hatte interessante Stunden und unterhaltsame Stunden damals, als Harry Potter 1 und so als Buch rausgekommen ist. So, die sind erledigt. Wir brauchen noch einmal einen Herdenstein. Persönliches Engagement in Schlachten, ja. Das ist was, das ich Taurox auf jeden Fall geben würde. Das unterschreibe ich. Nochmal Energiereserven der Widermagie, nochmal plus 20. Kann man nie genug gebrauchen. Kann man nie genug haben davon. Was sonst noch? Was haben wir hier? Alle Blutrundregionen, Erhöhung der Nachladezeit. Haben wir bisher noch gar nicht. Außerdem, ja, wie wäre es, wenn wir mal die Schädeleigrube nehmen. Taurox kann sich auch aufleveln, aber das werden wir in diesem Zug, also seine Herde kann sich aufleveln, werden wir in diesem Zug nicht machen. Unser Zauberer ist mittlerweile, Wayne ist mittlerweile fast unsterblich, Help No. Diesmal kein Zermürber, aber trotzdem in Ordnung. Was geben wir ihm? Kampftraining. Dickhäutig. Hält er ein bisschen mehr aus, warum nicht? Gut. Damit haben wir hier neue Jagdgründe erzeugt. Das heißt, wir gehen einmal nach Süden, zu den Dunkelelfen, um die zu vernichten. Und dann wiederum nach Norden. So, und wir können uns wieder bewegen.
Wunderbar. Kommen wir in einem Zug hinten? Leider nicht. Das heißt, wir aktivieren die Plündermörder. Was? Oh. Weil wir in Garnison sind, können wir es nicht aktivieren. Macht nix. Wir gehen kurz raus. Aktivieren ist dann. Genau, brauchen wir nämlich. Und rüber, Folterschlucht. Ach, die Dunkelelfen wissen... Warum bleibt der... Hä? Warum bleibt er hängen? Irgendwas ist hier verbuggt. Warum ist das verbuggt? Hallo? Eigentlich müsste er sich doch weiter bewegen können. Aber Taurox kann sich nicht mehr weiter bewegen. Hm. Okay, ist verbuggt. Sorry. Aber immerhin können wir hier auf der anderen Seite noch eine Schlacht machen. Wollen wir mit Akrak Menschenjäger irgendwie in unseren Feind reinspringen? Wir könnten noch ein Auge des Mausliebzüger mitnehmen. Insofern, warum nicht? Vielleicht nochmal ein paar weitere Gorherden reinpacken, anstatt Ungors. Ich meine, wer will schon Ungors haben, wenn man Gors haben kann? Ich denke, das ist nachvollziehbar. Okay, relax ein bisschen. Weg mit den Ungors. Her mit den Gors. Wie viele Gors können wir haben? Oh. Zwei Stück hier. Okay, also müssen wir zwei rausschmeißen. Aus der Horde. Weg mit euch. Einmal. Zweimal. Was hätten wir noch? Wir hätten noch ein paar Hunde zu bieten. Zweimal Chaoshunde mit Gift. Die nehmen wir, denke ich, auch mit. Da können wir die Ungor Speerkämpferherden rauswerfen. Jetzt kicken. Oh, wir hätten sogar Gnagorherden. Auch die nicht übel. Nehmen wir davon zwei. Und nehmen wir noch zwei Ungor-Herden hier raus. Und packen dafür zweimal Chaoshunde mit Gift rein. Und ich glaube, dann sind wir eigentlich ganz gut ausgestattet. Okay. Tja, sonst irgendwas, irgendwelche Rituale zu tun, irgendwelche Forschung zu erledigen, Belohnung des Schreckens hätten wir. Ah, wir können ja wieder was verbessern. Ich hätte gerne die großen Herdenkreise, die wären gut. Oder ihr könnt eine neue Hordenarmee aufstellen, wenn ihr bereits ein Lager der Horde auf Stufe 2 in ein Baugebäude errichtet habt. Könnten wir eh. Das hier für höhere und bessere Kommandanten auch nicht schlecht. Der ganze restliche Kram. Verzerrte Realität. Minus 5 Nahkampfangriff brauchen wir eigentlich eh nicht. Aber hier, Essenz des Streiters für plus 20 Nahkampfangriff fände ich gar nicht schlecht. Beziehungsweise, wer könnte das überhaupt gebrauchen? Taurox, der hat ja ein bisschen nur eine erbärmliche Schlachtenklinge. Plus 40 Nahkampfangriff wäre für ihn schon nicht schlecht, aber will ich dafür 10.000 Gold zahlen? Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Geben wir ihm vielleicht noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas? Führerschaft minus 8. Plus 8 um sich herum. Opal-Amulett. Goldenes Siegeschwert. Plattenrüstung. Ja, okay. Nichts übermäßig Besonderes zu sehen. Aber die Hunde kriege ich erst im nächsten Zug. Gut, dann lassen wir es erstmal. Ich glaube, das war's. Herausforderung der dunklen Götter. Forschen wir gerade. Dann würde ich einfach sagen, weiter geht's. Da irgendwie Taurox rumbackt und ich ihn nicht mehr weiter bewegen kann. Oh, da kommen die armen Dunkelelfen. Sie plündern uns. Aber es hat keinen Effekt. Okay, man sollte bei der Taurox-Kampagne nicht so, sich nicht so viel Zeit lassen. Einfach durch alles umbringen. Generell die bessere Vorgehensweise. Oh, wir haben andere. Oh, andere Tiermenschen angetroffen. Puh. Was haben wir jetzt als nächstes? Chaosbrut und Grindelack bekommen bald Regeneration. Wunderbar, das machen wir ruhig weiter. Oh, oh, wir sehen, unser Gegner hat hier interessanterweise eine Garnison reingestellt. Mal sehen, ob ihm das hilft. Komm, ich will jetzt hin. Rein. So, wir kriegen sogar Unterstützung. Ein knapper Sieg soll das werden.
Oh, er hat Höllenfeuer, Runenlaser mit physischer... Nun Trauerfang-Kavallerie. Mm, also wo haben wir magischen Angriff? Mit unseren Einheiten, natürlich mit dem Gezieferschwall. Wo haben wir noch magischen Angriff drinstecken? Ah ja, hier. Morati-Explodiere. Die werden... okay, da werden wir explodieren lassen. Sollte funktionieren. Bin da recht zuversichtlich. Übrigens, natürlich gibt es ja auch die Oxyunkel-Kampagne parallel zu der Taurox-Kampagne. Könnt ihr auch gerne mal schreiben, ob euch die besser gefällt. Gibt es ja eigentlich noch eine Questschlacht, die wir mit den Tiermenschen machen müssen? Ich glaube ja. Verdammt, die wollte ich doch eigentlich als erstes machen. Das hat's wieder gnadenlos verpeilt. Okay. Wir machen es aber im Anschluss. Okay, wir machen einen Schadensblob, gegen den niemand etwas ausrichten kann. Ah, da sind ja noch mehr. Noch mehr Einheiten, die in den Gegner hineinspringen wollen, um ihn zu vernichten. Gut. Und ehrlich gesagt, alles andere braucht keine Sau. Der Rest ist nur zum Spaß da. Zum Gucken, zugucken und ansonsten nicht viel machen. So, obwohl... Man, diesmal sieht unser Gegner schon ein bisschen stärker aus, muss ich zugeben. Das macht mir fast ein kleines bisschen Angst. Aber auch nur fast. Okay, Taurox, it's your turn. Okay, Rest der Armee. Vorwärts. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Ich sehe gerade ehrlich gesagt nicht ganz so viel, was los ist. Macht aber nichts. Wir casten einfach so ein paar Angriffe durch die Gegend. Und hoffen das Beste. Hier können wir die Höllenfeuer-Runenlaser erledigen. Reduzieren wir gegnerischen Nahkampfangriff einfach nur so zum Spaß. Es braucht echt lange, um gecastet zu werden. Naja, oh nein, unsere Ogre mit Doppelwaffen werden richtig ziemlich kräftig verhauen. Muss ich zugeben, vielleicht hätten wir unsere Infanterie doch dazustellen sollen. Aber naja, Infanterie ist überbewertet. Na, der Kinderlack hält das schon aus. Ist unser Gegner mittlerweile tot? Noch nicht. Jeden Moment. Okay, Grindelack. Do your thing. Beziehungsweise der Crashmann. Hört sich viel genialer an, ihn Crashmann zu nennen. Crashmann! Mach deinen Job. Find a meal. Suchen immer noch was zu essen. Sind hungrig. Kann ich verstehen. Wie sieht's hier im Hintergrund aus? Gut. Was auch immer da war, wir haben's gekillt. Da sind, ist nun Trauerfang-Kavallerie. Schnappen wir sie uns mit allem, was wir haben. Hauen wir da noch einen Debuff rein. Nahkampf-Angriffs-Debuff, Geschwindigkeits-Debuff. Ich glaube, das ist ganz okay. Wer gewinnt? Mal sehen, ob die Trauerfang-Kavallerie das ist. Oh, sie ist flieht. Oh, was ist da los? Oh nein, unsere andere Armee. Unsere andere großartige Armee wird gerade vernichtet. Ich glaube, wir brauchen hier ein kleines bisschen Unterstützung. Mach mal, supporte mal ein bisschen. Taurox und Crashmann. Taurox schafft das, ich bin da recht zuversichtlich.
Und unser Gegner flieht. Sehr schön. Sehr schön. Bin ein bisschen enttäuscht, dass Taurox es nicht ganz alleine gemacht hat, aber... okay. Unser Gegner war ja sowieso in Garnisonstellung, deswegen brauchen wir den nicht hinterherlaufen, die sind alle tot. Grindelak, unser Crashmann hat einiges an... hat richtig gut Schaden ausgeteilt. Nicht schlecht. 139 Kills. Auf der anderen Seite haben wir 46 Verluste zu beklagen. Tragisch. Tragisch. Und natürlich plündern und niederreißen. Oh, Gabe des Chaos für mehrere... 5 mehr rüstungsdurchdringender Schaden. Fantastisch. Fantastisch. Was haben wir gebraucht? Taurox, was hast du noch so? Ja, hat ja super mega geniale Skills, die wir ihm geben können. Wir könnten wahrscheinlich langsam anfangen, hier in Richtung an die andere rote Richtung zu machen. Einkommen aus Beute nach der Schlacht, obwohl ja. Ich meine, die Armee ist sowieso unbesiegbar, mehr oder weniger, mittlerweile. Deswegen können wir auch erstmal ganz ruhig auf mehr Einkommen aus der Beute nach der Schlacht machen. So, jetzt haben wir hier alles vernichtet. Nächste Blutgründe. Hier müssen wir noch einen vernichten, dann gehen wir nach Norden. Gehen wir so ein bisschen außen rum und vernichten alles Stück für Stück. Können hier, glaube ich, auch ein bisschen mehr... irgendwie... okay. Irgendwie ist das jetzt verbuggt. Der Überfall des Molochs. Die Stellung ist irgendwie jetzt verbuggt worden. Weil jedes Mal, wenn ich sie aktivieren will, ist sie nicht mehr da. Naja, gut. Ist auch Wurst. Was nicht so Wurst ist, ist unsere Tiermenschenarmee hier auf der Seite. Akak, der Menschenjäger. Muss mal was machen. Wir wollen seinen... wollen uns auch hier nochmal ein bisschen ausbauen. Wenn wir können. Beziehungsweise, wie sieht eigentlich unsere... ich glaube... Taurox Horde sollte mal aufgelevelt werden. Da haben wir doch eine Menge nettes Zeug. Was ist das? Ein Totem der Hörner. Plus 20% Einkommen aus Beute nach der Schlacht. Und leider auch die vom Mond berührte Eigenschaft. Die leider, glaube ich, die... wer war es? Unsere Widens gekillt hat. Ja, das hat damals unsere Widens gekillt. Das war ein trauriger Moment. Wertlose Entropie. Naja, das ist nicht so super gut. Splitterstein in Belagerungsschlachten hört sich ganz nett an. Was hätten wir noch? Ansonsten haben wir eigentlich alles gebaut, was es sich lohnt zu bauen. Gerade um auch extra Skills zu bekommen. Wollen wir dann die wertlose Importie, Einkommen ausbeuten nach der Schlacht. Die zu erhöhen, ist immer eine gute Sache. Okay, dann sollen wir das andere auch noch bauen. Sparen wir uns erstmal ein bisschen. Gut, weiter geht's. Oh, ich hätte die andere Horde ein bisschen aufleveln können. Naja, vergessen. Beziehungsweise ich könnte jetzt eigentlich so geschickt sein und diese eine Tiermenschenhorde ein bisschen aufleveln. Und mit Aufleveln meine ich einfach haufenweise billige Gors reinwerfen, die nach Norden schicken, die andere Tiermenschenhorde nach Osten schicken. Ja, so machen wir es doch. So machen wir es. Ich glaube, das am geschicktesten, der nach Norden dauert. Es dauert ja so ewig, bis wir da angekommen sind. Oh nein! Malekith! Schon wieder da. Bestialischer Schorn. Boom. Okay. Und let's go. Let's go, let's go, let's go. Schnell, schnell, schnell. Und hier bewegen wir uns. Wir können auch ziemlich viel rekrutieren. 8 Einheiten, das ist doch gut. Dauert vielleicht ein bisschen länger, aber ist okay. Wir brauchen eh nur 10% übrige Reichweite, um das zu aktivieren. Tuskor-Streitwagen könnten wir auch dazu nehmen. Was wollen wir denn? Ungors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ungors-Speerkämpfe können wir praktisch unendlich haben.
Aber nehmen wir vielleicht hier nochmal eine von denen dazu. Moment mal. Jetzt habe ich es gerade irgendwie verpeilt. Also Ungo, Ungo, Ungo. Wollen wir einen Streitwagen haben? Ach, wir kommen klar. Obwohl, einmal Streitwagen ist eigentlich ganz nett. Okay, ich muss nochmal von vorne anfangen. 1, 2, einmal Ungar. Dann 1, 2, 3, 4. Einmal Hund von mir aus. Und noch dreimal Ungar. Hier ist noch eine übrig. Perfekt. Riesenarmee einfach aus dem Nichts gestampft. Ist doch geil. So, da ist Malekith. Eigentlich würde ich ihn gerne jetzt direkt umbringen. Es scheint zu funktionieren. Ja, mit der normalen Stellung kommen wir nicht so weit, aber mit dieser hier schon. Ja gut, dann let's go, let's go, let's go. Ah, sogar Hellebrunn die Alte. Mal wieder. Hi. Taux ist gekommen, um dich plattmatt zu machen. Entscheidender Sieg. Verluste sind niedrig. Ja. Machen wir das mal automatisch. Ich glaube, ich komme klar dieses Mal. Machen wir die auch noch gleich kaputt. Oh, die fliehen. Dass das erlaubt ist. Unglaublich. Was wollen wir als nächstes? Wir können hier weitergehen. Hordenrekrutierungskapazität. Mehr Einheiten pro Zug. Hört sich fair an. Hört sich fair an. Ja, Level up. Instinkte wecken. Verwunden. Korruption verbreiten. Das nehmen wir mit. Dann bewegen wir uns nochmal ein bisschen weiter. Die Dunkelelfen töten wir auch nochmal kurz. Ach, oh, es ist Malekith gewesen. Tja. Wilde Randale, wählt eure Belohnung im Randale-Fenster aus. Sehr gut. Na dann, was nehmen wir? Einkommen durch Niederreißen von Siedlung. Kämpfen gewonnener Schrecken plus 25. Und das hört sich doch gut an. Boom. Wir haben wieder Level-Ups. Weiß gar nicht mehr wohin mit dem Zeug. Was können wir hier reinpacken? Gors und Bestigors, Centigors, Chaosbrut, Minotauren, jo. Die dürfen besser werden. Was wollen wir hier? Eigentlich nichts. Korruption. Noch bessere. Ja. Okay, Zeit die große Arena zu vernichten. Machen wir automatisch, da ist ja eh nichts da. Was uns irgendwie aufhalten könnte. Helm der vielen Augen, plus 5 Nahkampfangriffe und plus 7 Rüstung für Verbündete. Das ist ganz nett. Ha, das wäre das was für ihn. Oh, er hat schon den Helm der vielen Augen. Schade, wir können ihm nicht nochmal einen zweiten geben. Wer könnte den Helm der vielen Augen dann doch gebrauchen? Hier unten. Ack. Ack Menschenjäger. Könnte den eigentlich ganz gut gebrauchen. Wunderbar, dann wird seine Tiermenschenhorde mal halbwegs ordentlich. Wie sieht's hier aus? Hier haben wir noch gar nichts zu tun. Da gehen wir erstmal noch weiter, weiteres Level up. Unbezwingbar. Führerschaft brauchen wir eh nicht, weil wir niemals fliehen werden. Magieresistenz. Okay. Nehmen wir Magieresistenz mit. Und wo gehen wir hin? Wollen wir uns nochmal ein bisschen Beweglichkeit buffen? Ja, warum nicht? Gehen wir hier nach rechts. Oh, das ist die Questschlacht. Oh, das ist die Questschlacht. Wundervoll. Wusste doch, dass wir die hier direkt nebenan machen können. Das war eigentlich sowieso mein Plan, Leute. Genau das war mein Plan. Wir könnten noch ein Auge des Mauslieb-Züger mitnehmen, aber ich glaube, packen wir vielleicht lieber hier in die Armee. Dann bekommen die auch was Nettes. Nochmal einen Riesen mit. Und gehen wir noch ein bisschen vor. Wie viel brauchen wir für Hinterhaltstellung? Insgesamt versteckte Stellung 10% Kampagnenbeweglichkeit. Na dann.
Oder wir können plündern. Ja, verstecken wir uns mal. Level up. Verbrannte Grasebene braucht keine Sau. Okay, dann würde ich mal sagen, ab in den nächsten Zug. Und lassen im nächsten Zug Taurox nochmal ein bisschen Ärger machen. Die Frage ist, wo sind eigentlich besonders eng gepackte Siedlungen? Wahrscheinlich beim Imperium. Da kann man dann wirklich gnadenlos, wie ein Ping-Pong-Ball, wie beim Flipper-Spiel durch die Gegend fahren. Alles umbringen. Flipper, gibt es das eigentlich noch heutzutage? Wahrscheinlich nicht. Okay, aber ich würde mal sagen, wir sind 30 Minuten dabei. So reichen die Taurox-Kampagne, geht auf jeden Fall weiter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.